Also nochmal kriegen wir es nicht so cool spontan, ungeplant, total. Ja. Improvisiert halt. Ja, so. Okay, machen wir das jetzt? Ja, wie? Keine Ahnung, lass einfach tun. Wir holen jetzt ein Pandem-Kit. Wir haben jetzt ein Pandem-Kit. Ja, was denn? Hallo? In your face. Gehen wir da hin gerade. Läuft zwei. Ja, wir haben ja mehrere Leute. Sag uns zu zweit. Nein, der Rest ist schon voraus. Oh, das mit meinem Rest Alkohol. Mit Restalkohol. Warte mal, hier ist Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Ich setz dich würzig gut. Leute aus dieser Crew beerdigt. In der Pandem-Kiste. Das ist eigentlich nur ein Riesendildo. Eigentlich, ja, genau. Eigentlich vom Riesendildo. Boah. Ja. Boah. Das muss ich jetzt leider durchführen. Ja. Asozial. So werden Leute beerdigt, die wollen sterben, in einer Pandemie. Oh Gott, zwei Leute, toll, passt wieder richtig. Die Arme. Ja, was? Das kann nicht sein. Ich bin mir wie dieser Opel-Fahrer. Ich habe gerade mal einen schönen Scheinwerfer gekauft, möchte ihn gleich einbauen. Habt ihr ein Auto gekauft? So in etwa kann man sagen, ja. Szene unterm Sattelschlepper. Ja. Du musst laufen, du Idiot! Also ich stumpf. Ja, wer will denn von dem letzten überfahren? Niemals. Schneller! Schneller! Flasche in den Hals! Flasche in den Hals! Liefer, schlucken! So, womit wir weitergehen? Alarm! Reisegruppe A! Wir rauchen! Hallo! Nur zum Film, Leute! Reisegruppe A, bitte einmal durch! Was sind wir von was? Chris, da ist unser Lambo! Anlieferung ist super. Anlieferung rein hier wieder! Auf den Anfang rein! Gucken jetzt einfach mal, wo wir rauskommen. Halt das nur still. Die Frittentheke. Ich finde das toll. Ja, dann. Ja, aber wir. Genau das wäre nachher das Ziel der ganzen Sache. Aber wir sind halt eine riesengroße Truppe. Und, gar nicht wahr. Gehen daher erstmal ins Roadstop. Betrinken wir uns davor. Titten! Nochmal zu euch. Normale Leute! Ja, ja, genau. Mal, was macht ihr hier wieder für Quark hier? Na, ein bisschen Sound. Hauptsache der Typ im Ferrari gerade, der sich da so dezent ausgetobt hat mit diesem schönen Leihwagen, kennt mich. Er so, hey, du bist ja auch Alex von der Tourfagage. Sehr komisches Gefühl. Fliegt der hier Flammen so? Bombadam? Nee.
Nein? Oh, schade. Blöd. Also, ja, sicher. Wir laden das gerade bei den Jungs von der Kultschmiede hier rein, weil erstens sind die nett und leihen das Auto an die Jungs von Flawless aus, weil die haben ein bisschen weiter weggeparkt. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn man so ein Paket parkt auf dem VIP-Parkplatz. Ne? Ja, wenn man einfach reinfährt, machen wir so, man will. Also ja, ist normal. Cool. Hallo, asozial ist. Ne? Ja, bis Asi, bist du König. Oh, du Maschine! Boah, Junge. Ich schwöre, ich hau mir meine Hand einfach kaputt. Mach mir nicht so einen Druck, ich kann nicht, wenn einer guckt. Was geht da ab? Jawohl! Eskalation! Hallo, ich stehe, das ist euch schon bewusst, ne? Nee, so gut. Oh. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Hat er nicht. S-Motor Show 2017, Junge, so gehört er. Hast du dich gerade mit einem Schoko-Ei abgeworfen? Ich wollte eigentlich einen Ausschnitt, aber. Ich habe hier nichts zu melden. Yo, yo, yo. Mareike Fox, ihr wisst Bescheid. Schöne Aufnahme. Danke, du bist so gut zu mir. Ich bin heute krank. Erkältet und du filmst mich. Ich bin fertig, wir kommen los. Okay, tschüss. I just exhale when I breathe it out.